Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Wieder mal mit einem Part, wo ich eure Level spielen werde. Übrigens, ich sag's nochmal kurz, nächste Woche, Donnerstag, also in genau einer Woche, wird dann mit Part 84, am 3. Dezember ist es, glaube ich, das Let's Play, erstmal halt anders ablaufen. Nicht komplett beendet sein, ne? Wie gesagt, habe ich ja schon erzählt, es wird dann nicht komplett beendet sein, sondern es wird danach eben nicht mehr täglich kommen, sondern dann nur noch einmal oder zweimal pro Woche. Muss ich mir noch genau überlegen, werde ich euch dann später noch alles genauer erklären. Also mit diesem Part hier, wenn man den mit einberechnet, dann sind es noch 8 weitere Parts, die jetzt noch ganz regulär kommen, wie ihr das eben auch gewohnt seid. Gut, wir fangen an heute mit dem ersten Level. Das kommt dann von The First Dark Aero, nämlich The Scorch Trials. Abschlussrate liegt bei 8%, aber es wurde auch erst 12 Mal gespielt und darunter einmal geschafft. Mal schauen, ob ich es auch schaffen werde. Ich denke mal schon, aber vor allem, wie schnell werde ich es schaffen, wie oft werde ich abkratzen. Mal gucken. Okay. Ist auf jeden Fall SMB1 erstmal. Und es scheint auch so zu sein, dass es nicht weiter nach oben scrollt, denke ich mal. Also er hat nur die untere Ebene benutzt. Also die untere Hälfte von dem Bildschirm. Habe ich ja auch schon einige Level gemacht, die so funktionieren. Finde ich eigentlich auch immer ganz schön sowas. Teilweise. Also nicht immer. Also kommt da drauf an. Eine schöne Abwechslung eigentlich. Mal solche Level hier, die nicht nach oben und unten scrollen können. Aber zwischendrin dann noch welche, die schon ein bisschen auch nach oben gehen können. Eigentlich da eine schöne Abwechslung. Ist eigentlich immer ganz gut. Und auch die ganzen Statuen hier, die benutzt wurden, sehen auf jeden Fall auch immer ganz schön aus. Also hier einige Bowser und Bowser Jr. Statuen, die hier im Weg sind. Was ist im Weg sind? Im Hintergrund halt zu erkennen sind, wollte ich sagen. Da kriege ich ein paar Münzen, aber es ist sehr riskant, sich die zu holen, weil hier die Ziso-Kugel will es mich ziemlich nerven. Geh mal weg da. Und auch, ja, hier ist auch eher eine Sackgasse, wo ich 2 Münzen bekomme. Yay, ich bin reich. Wegen 2 Münzen oder so. Also auf jeden Fall ganz gut aufpassen auf diese ganzen Feuerräder hier, weil, weil die können echt sehr im Weg sein teilweise, vor allem wenn hier so viele kommen wie da. Und es gibt offenbar auch Unterbereiche, wegen der Röhre, da die ich schon sehen kann. Komme ich da nach links irgendwie nicht? Ich glaube, das ist einfach nur für den... Jetzt habe ich ein Problem. Ja, das war ein Fehler. Ich hätte warten sollen und dann erst durchgehen sollen, aber dann nicht so zwischendrin. Das war ein großer Fehler, aber es gibt Checkpoints. Ah, hier ist ein Unterwasserbereich. Cool, wir hatten schon ewig lang, glaube ich, irgendwie kein Unterwasserlevel mehr. Kommt mir so vor. Also auf jeden Fall auch keins im SMB1-Stil, habe ich irgendwie so das Gefühl. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an das finale Castle aus Super Mario Bros., weil da ist es ja auch so, dass es halt ein, im ersten Moment das ein ganz normales Castle ist, aber dann ist es so, dass es da auch einen Unterwasserbereich gibt und da sind dann auch diese Feuerräder, was ja eigentlich wenig Sinn macht. Ehrlich gesagt, aber hey, es ist ein Mario-Spiel oder ein Nintendo-Spiel im Allgemeinen. Dreht doch mal um, bitte. Ich will, dass ihr mich anguckt. Ja, okay. Ich will die... Was? Der hat mich doch nicht berührt. Was ist denn das für eine Hitbox? Da fuck. Ja, das ist ein bisschen doof, weil ich die jetzt erstmal alle weglocken will am besten, weil ich da... Ansonsten mich nicht traue durchzugehen, aber es ist gut, dass die alle keine Flügel haben, weil wenn die Flügel haben, dann sind die ja echt ultra schnell, diese Knochenfische, aber ohne, ja, Hallöchen, da ist schon der Erste. Ja, es wird schwieriger jetzt auf jeden Fall hier durchzukommen. Oh Gott, mein Herz klopft. Ja, das ist jetzt schwierig, da hat man überhaupt gar keinen Platz. Okay, das war knapp. Und da oben sind ein paar viele Pflanzen. Kommt jetzt ja auch noch ein Rätsel dazu, dass ich jetzt hier irgendwie die zerstören muss oder so? Das sieht übrigens ganz komisch aus, wie die alle immer so abwechselnd immer zubeißen und dann auch wieder nicht. Das sieht sehr, sehr seltsam aus irgendwie, finde ich. Ist hier eine Feuerblume dann drin oder so? Ja, und was ist jetzt, wenn ich die verliere? Warte mal, ich kann... Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich kann hier rein, aber ich kann auch riskieren, nochmal zurückzugehen. Das ist aber sehr schwierig. Ist es überhaupt machbar, da durchzukommen, ohne die Feuerblume zu verlieren? Ja, schon. Vielleicht. Ist aber... Oh Gott. Oh Gott. Ich habe jetzt... Nein! Oh Gott. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt so gewollt ist, was ich jetzt hier mache. Ob ich jetzt hier einen Mega-Ultra-Bonus-Raum gefunden habe oder so. Ich hoffe es, ja. Und wie die alle wegfliegen, sieht auch mega witzig aus. Ich hoffe es, ja. Wäre auf jeden Fall cool, aber vielleicht habe ich jetzt auch den falschen Weg genommen oder so. Keine Ahnung. Ah ne, okay, es war richtig und ich werde dafür belohnt mit einem Leben, weil ich den schwierigen Weg genommen habe. Und hier wäre dann eben nur der einfache. Okay, das ist auch cool. Sowas, das fällt mir gerade auf, das kann man übrigens auch mal machen. Das wäre eigentlich auch ganz witzig, zwar auch ein bisschen fies. Aber hier jetzt zum Beispiel, dass auch zum Beispiel, also wenn diese Plattform hier nicht da wäre, dann würde ich ja auch zum Checkpoint gar nicht hochkommen. Also mit dem Knochentrocken schon, ja. Aber sowas könnte man vielleicht sogar auch mal einbauen, dass man nur dann mit einem Checkpoint belohnt wird in einem Level, wenn man den schwierigen Weg benutzt. Weil das wäre nämlich eine sehr, sehr gute Belohnung. Sogar eine bessere als ein Power-Up, wie ich finde, wenn man einen Checkpoint bekommt. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das wäre zwar auch fies irgendwie, aber dadurch wird man eben noch mehr dazu angetrieben und noch mehr dafür belohnt, wenn man den schwierigen Weg schafft. Weil sowas finde ich halt immer echt sehr schön, wenn man
man einen schwierigen und einen einfachen Weg einbaut und wenn man dann vor allem belohnt wird in irgendeiner Form, wenn man den schwierigen benutzt. Eben entweder durch Power-Ups oder auch Leben, aber noch besser durch einen Checkpoint, weil Checkpoint ist was ultra wertvolles. Das könnte man sogar echt mal irgendwie machen in dem Level. Das wäre sogar ganz cool, finde ich. Oh Gott, oh mein Gott. Ja, da bin ich jetzt genauso runtergesprungen, wo gerade die Flammen kamen, ne? Natürlich, schon klar. Ja, hier ist ein bisschen eng jetzt noch das Ende. Ist auch nicht einfach mit den Flammen von Bowser, die mich da sehr nerven. Ja, jetzt habe ich ein Problem wieder. Ja, da brauche ich jetzt gutes Timing, aber ja gut, passt alles. So, und da ist Bowser, hallo? Mit Hammerbruder oben drauf. Aber ich kann ja einfach durch ihn durchrennen, sogar theoretisch. Aber man soll offenbar hier oben rumgehen, was aber auch nicht so einfach ist, wegen dem Feuerding. Ja, egal. Nein, ich will einfach nur abschließen. Durch jetzt. Ist mir völlig egal. Okay. Puh. Das war eigentlich gar nicht so einfach, finde ich. Aber auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr schönes Level. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, es war nicht so einfach, aber auch jetzt nicht wirklich schwierig. Ja, nee, es war nicht so schwierig, aber auch nicht so einfach. So wollte ich es eigentlich sagen. Es war eigentlich alles schon ganz gut machbar, auch nicht unfair oder so, aber halt trotzdem hat es einen schönen Schwierigkeitsgrad gehabt. Und auch das Design war sehr schön, hat mir gefallen. Deswegen auch einen Stern von mir. Yay! So, dann geht's weiter. Mit dem nächsten Level, wo ich wieder mir den Kopf zerbrechen muss darüber, von wem das kommen wird. Und zwar von, wen nehme ich denn? Ich nehme mal Jarvis A. Dieses hier ist es, Zelda Triforce Heroes. Und das sieht sehr, sehr groß und verwirrend aus. Ich bin mal gespannt. Und ich habe auch schon eine Vermutung, was es hier für ein Amiibo kostet. Obwohl, nee, das war das Super Mario World sogar, oder? Stimmt, ja, also es gibt gar keine Amiibo-Kostüme hier. Ich habe jetzt erwartet, dass es hier dann SMB1 ist. Und dass ich hier jetzt dann das neue Triforce Heroes Kostüm bekomme. Warum heißt der Levelname dann Triforce Heroes? Oder warum kommt es davor? Ich meine, es ist halt schwierig irgendwie, das Prinzip von Triforce Heroes umzusetzen in Mario Maker, weil ich halt hier nur einen Charakter zum Steuern habe und ich auch jetzt irgendwie mir andere Charaktere nicht wirklich zu, oder Gegner halt nicht, also nicht so in der Form zu nutzen machen kann, wie jetzt in Triforce Heroes zum Beispiel. Okay, das war alles für ein Leben, okay. Sehr schön. Ja, bringt mir zwar jetzt nicht viel, ja. Aber trotzdem auf jeden Fall schön, dass sowas eingebaut wurde. So ein falscher Weg, in Anführungszeichen, der aber halt dafür den Spieler belohnt mit einem Leben. Finde ich mal sehr schön, sowas. Jetzt habe ich zwei... Ah, nee, okay. Ich dachte... Oder kann ich da trotzdem rein? Nee, kann ich nicht. Okay, ich habe auf jeden Fall einen P-Switch und eine Tür. Ja, ich gehe mal in die Tür rein und guck mal, was mich da so erwarten wird. Wo komme ich raus? Irgendwo anders? Keine Ahnung. Irgendwo ganz oben auf jeden Fall. Und hier sitzt eine Röhre. Ah, nee, da kommt aber auch was raus. Nämlich eine Sprungfeder. Ja, am besten würde ich natürlich... Warte mal. Am besten würde ich natürlich beides mitnehmen, weil ich glaube, dass die... Ja, das ist ja tricky. Warte mal, ich kann mich noch daran erinnern, wie diese Blockanordnung da aussah, wo ich da nach oben muss. Da brauche ich aber beides gleichzeitig. Wie mache ich das denn jetzt? Weil ohne Sprungfeder komme ich da nicht hoch, aber ohne P-Switch komme ich da auch nicht durch. Und jetzt? Kann ich denn... Ne, es geht ja auch nicht. Wenn das jetzt hier wirklich Super Mario World wäre, würde ich einfach einen Double Grab machen. Aber das geht ja nicht mehr. Im Mario Maker leider. Jetzt habe ich auch das da ganz, ganz doof hingesetzt. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, vielleicht muss ich... Schaffe ich das? Wenn ich den P-Switch jetzt aktiviere und dann da durchrenne, kriegt man das jetzt zeitlich hin? Das wird ein bisschen sehr eng, habe ich so das Gefühl. Aber ich muss es machen, weil ich habe ansonsten nicht wirklich eine andere Idee. Ja, ich werde es jetzt mal probieren. Weil wie es ansonsten gehen würde, weiß ich nicht. Also warte mal, ich kann natürlich auch einfach... Nee, warte mal, ich nehme mal den P-Switch nicht mit, weil ich kriege ja den P-Switch jetzt dann gleich nochmal. Ich kriege ja P-Switch und Sprungfeder in unterschiedlichen Räumen. Ich kann die jetzt nämlich hier einfach immer so, genau so mitnehmen quasi, indem ich die immer so hin und her schubse. Und das ist jetzt quasi der Triforce Heroes Faktor, weil ich jetzt nämlich drei Sachen habe, die ich hier mitnehme. Einmal mich selber, Mario halt... Und dann noch P-Switch und Sprungfeder. Ich glaube, das ist, soll den Aspekt von Triforce Heroes eben hier so ein bisschen darstellen. Behaupte ich jetzt mal. Und der Goomba ist im Weg. Geh mal weg da bitte. So. Jetzt ist die Sprungfeder da unten. Ich muss aufpassen, dass die habe ich jetzt zu weit geworfen. Das ist jetzt doof. Die darf jetzt nicht aus dem Bildschirm raus. Ich aktiviere mal den P-Switch einfach jetzt schon, weil ich bin da jetzt ja eh schon gleich da. Das passt ja alles, genau. Okay. Und hoch da. Schönes Rätsel. Sehr schönes Rätsel, hat mir gefallen. So. Checkpoint. Und du wirf mal drei hintereinander, bitte. Wirf mal drei hintereinander. Ja, das geht auch. Gut. Dann halt so. Was kriege ich hier? Eine Feuerblume. Sehr schön. Haben will.
So, wieder einige Wege hier, die wir zur Verfügung haben. Es sieht übrigens auch wieder alles sehr schön aus, möchte ich mal anmerken. Wegen Ranken, wegen Pilzen und sonstigen Gedöns, was wieder mal sehr schön aussieht eben. So, und hier ist ein Powerblock. Was brauche ich jetzt hier noch? Übrigens, man hätte, glaube ich, gerade eben bei der Stelle auch nur mit dem P-Switch da hochkommen können, wenn man wieder mal einen P-Switch-Jump macht oder so, aber ist natürlich nicht so gedacht, ist mir schon klar. Hier kann ich den einsetzen, wenn ich will. Was ist da oben noch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mal, ich meine, warte mal, der Powerblock kam doch, kam der aus einer Röhre raus? Habe ich da unendlich viele von dem? Ja, okay. Dann kann ich ja mal einen einfach so riskieren und den mal wegwerfen. Und schon mal zwei der Mannschaft vielleicht töten oder sogar alle, wenn ich geschickt bin. Ne, zwei, aber passt auch. Ich komme da auch durch. Und da ist jetzt ein P-Switch da unten wieder. Aber ich habe jetzt einige Wege, ah fuck, ich habe jetzt einige Wege übersprungen. Ja, es ist sehr verwirrend alles irgendwie. Und ich check auch jetzt so langsam nicht mehr so ganz durch, wo ich jetzt hin muss und wo ich noch nicht war und wo ich schon war und so weiter. Wie komme ich jetzt da eigentlich hoch? Fuck, ich kann mich da auf jeden Fall festhalten, okay. Ich will da hochkommen, ich will wissen, was da ist. Schaffe ich das jetzt? Nee, schaffe ich nicht, ne? Ja, nee, schaffe ich nicht. Kann ich denn von einer Ranke aus einen geduckten Sprung machen? Nee, auch nicht, aber so komme ich da hoch. Oh, jetzt wäre fast der Knochen im Weg gewesen. Was kriege ich hier? Ah, Feuerblume, okay. Das ist auf jeden Fall nie verkehrt. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich bin sehr verwirrt. Da ist wieder eine Tür. Ich bin aber, glaube ich, falsch. Ich habe jetzt irgendwie gar keinen Power-Up mehr bei mir. Das kann eigentlich nur falsch sein. Okay, da brauche ich die Feuerblume, ja. Die habe ich auch. Nein, auch ich habe den Gumma nicht rechtzeitig gesehen. Mann, gibt's nicht. Brauche ich hier noch mehr? Ja, ich brauche hier noch mehr. Nämlich noch einen P-Switch. Ja, das ist jetzt nicht ganz so einfach dann. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles... Na, fuck! Ein cooles Level. Ja, das war jetzt aber fies, dass ich da erwischt wurde. Ich meine, wenn man da die Feuerblume verliert, so wie ich, Depp, dann wird man da ja zwangsläufig getroffen. Kann man gar nichts dagegen machen. Und wie soll man eigentlich hier hochkommen? Also als Kleiner... Ja, selbst als Kleiner ist das sehr schwierig. Oder vielleicht soll man auch hier anders hochkommen. Und ich hab's... Nein, ich hab's falsch gemacht, verdammt. Ja, gut, aber es gab ja einen Checkpoint, ne? Glaube ich. Ja, nee, dann passt alles. Okay, gut, wieder von hier aus. So, Hammer, Bruder. Genau, drei werfen und stirb. Dankeschön. So, was krieg ich jetzt eigentlich hier? Ah, nur ein Pilz. Okay, das ist also so ein Power-Up-Block. Ja, okay. Warte mal, hier unten gab's den Power-Block, ne? Was ich natürlich machen kann, um viel, viel einfacher an die Blume zu kommen, ist folgendes. Ich nehme mir einen Powerblock mit und zerstöre jetzt erstmal die Mancha. Und danach nehme ich mir nochmal einen mit und platziere den da an dem Boden, weil dann habe ich ja quasi eine Plattform mit einem Block höher im Prinzip und komme dann dadurch da auch sehr viel einfacher zu der Feuerblume hin. Die Manchas bleiben ja zerstört. Oh Mann, ey. Und irgendwie, die Pickelkäfer nerven mich hier alle zu Tode. Das ist echt schlimm. Vor allem, weil die Gänge auch teilweise echt eng sind und die sind dann wirklich ziemlich im Weg. War ich eigentlich da oben schon mal? Ich habe irgendwie hier tausende Wege noch nicht erkundet. Hier oben war ich auch noch gar nicht, ne? Wo komme ich denn hier eigentlich hin? Was kriege ich hier? Die Sprungfeder wieder. Ja, das könnte noch tricky werden, so irgendwie, weil es hier sehr viele Objekte gibt, die ich brauche, offenbar. Was ist da unten noch? Achso, das ist einfach nur jetzt ein Rundgang. Okay. War ich hier oben schon? Oder, nee, okay, das ist der Weg, den ich eigentlich auch gegangen bin. Und hier ist jetzt eben der P-Switch. Okay, das heißt... Ich will jetzt den Powerblock mitnehmen und jetzt eben genau das machen, was ich gerade eben schon beschrieben habe, wenn die Käfer mich in Ruhe lassen. So. Und zwar hier hinlegen und dann einfach hier nach oben gehen. Genau. Ich glaube, es ist auch so gedacht vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Aber man kommt da eben auch anders hoch eben mit den Käfern da, wenn man will. So. Ihr sterbt mal bitte auch ein paar von euch. Dankeschön. Jetzt nehme ich den P-Switch mit. Und mit P-Switch und Feuerblume müsste ich ja jetzt da relativ weit kommen. Ich frage mich nur, warum war die Sprungfeder da? Für was habe ich die gebraucht? Oder habe ich vielleicht, oder sollte man die Sprungfeder für hier benutzen? Das kann natürlich auch sein, aber ich habe es mit dem Powerblock auch gemacht. Das ging genauso gut. Jetzt muss ich nur kurz euch alle mal töten. Ja, ich will mal kurz den P-Switch ablegen. So, du stirbst mal und du stirbst auch. Dankeschön. Dich aktivieren. Noch nicht. So. Wieder kurz ablegen. Jetzt dann gleich aufpassen auf den... Oh, was tue ich denn? Oh Gott, das war jetzt riskant. Auf den Goomba. Ja, genau. Du lässt mich diesmal in Ruhe. Was steht eigentlich da? PR irgendwas. Und dann danach noch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, aber hier bin ich jetzt auf jeden Fall durch. Ja, sieht doch ganz gut aus. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Bei einem neuen Checkpoint, okay. Und, hallo Bosskampf oder so? Kann ich da schon durch? Ja, war das jetzt ein... War das jetzt so gewollt? Ah, nee, okay, eigentlich ist es so gedacht, dass ich die Bosas an den Rand treiben muss und sie mir dann einen P-Switch aktivieren, aber ich habe es auch schon so geschafft mit dem eigentlichen Effekt von dem P-Switch, auch sehr witzig. Okay, und dabei kommen wir hier durch und haben auch diesen Bosskampf in Anführungszeichen geschafft und sind am Ziel offenbar. Ja,
Prizes. Ah, okay, hier gibt es noch ein paar Belohnungen, die einem total viel bringen am Ende des Levels. Ist ja auch noch ein One-Up dann vielleicht? Irgendwo? Könnte ich mir sogar vorstellen. Aber ich habe keine Ahnung, wo genau. Ja, vielleicht doch nicht mehr. Aber ich meine, was bringt da am Ende hier noch Yoshi und Feuerblumen? Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, wir schließen das Level ab. Und haben auch das damit geschafft. Yay! Ja, aber auch wieder ein sehr, sehr schönes Level. Das hat man ja auch schon gemerkt, glaube ich, wie ich mich so immer ausgedrückt habe. Und auch allgemein, ich meine, wenn man das Level sieht, dann weiß man schon, dass es echt wunderschön ist. Und dann merkt man auch, dass da wirklich sehr viel Arbeit dahinter gesteckt hat in dem Level. Und auch ansonsten, also nicht nur vom Äußerlichen her, so vom Aussehen her, auch die Ideen mit den ganzen Sachen, die ich immer hin und her schleppen musste, das war auch sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, was das so viel jetzt mit Triforce Heroes zu tun hatte. Also der Anfang noch eher, weil ich da eben P-Switch und Sprungfeder so hin und her jonglieren musste. Aber ansonsten hat es jetzt eigentlich nicht so viel damit zu tun, so irgendwie. Also in der zweiten Hälfte dann eigentlich fast gar nicht mehr, muss ich zugeben. Und auch irgendwie der Bosskampf, hatte der Bosskampf, ist das ein Bosskampf aus Triforce Heroes irgendwie? Ich habe ja Triforce Heroes leider nicht gespielt. Aber ich kenne das Spiel jetzt trotzdem, ich habe ein Let's Play davon gesehen. Aber ich frage mich, ich meine, vielleicht einfach, weil es drei Bosos waren und deswegen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir haben noch Zeit für ein weiteres, aber wie gesagt, trotzdem ein sehr schönes Level, ne? Das ist klar. Aber du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was genau das jetzt so viel mit Triforce Heroes zu tun hatte, weil das habe ich irgendwie nicht verstanden. Aber ansonsten, das Level war, wie gesagt, echt wunderschön. So. Dann kommt noch ein weiteres Level. So, und zwar von wem kommt das denn jetzt? Das kommt jetzt noch von LP Splatoon. Es nennt sich Can You Beat True Ultra Hardcore? Okay, super. Dann zum Ende des Parts noch ein Ultra Hardcore Level, wie ich das immer liebe. Oh Gott, ey. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Was zum Teufel ist das denn? What the fuck? Wie sieht das denn? Boah, wie die ihre Köpfe noch bewegen. Das ist ja mega creepy. Was ist das denn? Okay, irgendwie hat Bowser da keinen Platz. Und ist dann da... Ich sehe gerade, wir haben Zeitlimit. Das ist mir egal. Ich will das jetzt noch angucken, weil es ist viel witziger. Was zum Teufel? Der hat offenbar keinen Platz und muss ständig irgendwie zwischen zwei Positionen wechseln. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Weil ich ja nur in 30 FPS aufnehme. Vielleicht seht ihr das gar nicht, aber das sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus. Also ich sehe so ein Doppelbild, wo also zwei Bowser-Köpfe übereinander und auch ansonsten, auch sein Panzer ist zweimal da. Alles ist halt doppelt da. Und irgendwie, es sind so Striche immer zwischen ihm, wo dann nichts mehr ist. Also es sieht so flimmermäßig, so ganz, ganz eklig und komisch sieht das aus. Das ist aber gut. Das sieht, was zum Teufel, das ist ja sehr interessant. Also wenn Nintendo mal wieder weitere Updates raushaut und Bugs fixen will, dann, was zum Teufel, dann wäre das auf jeden Fall hier keine verkehrte Idee, weil das sah jetzt sehr interessant aus. Was muss ich jetzt hier eigentlich tun? Ich meine, das ist ein komplett eingeschlossener Raum, ich kann doch hier gar nichts machen. Hä? Okay, irgendwie verstehe ich das Level nicht so ganz. Was muss ich jetzt hier tun? Gibt's hier... Ich meine, hier kann ja auch nichts sein. Ah, ein Stern... Ja gut, aber ein Stern wird mir auch nicht viel bringen, weil ich meine, das war ja ein komplett eingeschlossener Raum. Ich bin etwas verwirrt. Was ich jetzt hier tun muss. Ich meine, ich komme doch hier nirgendwo raus. Ich meine, wenn ich den Notenblock aktiviere, was könnte mir denn helfen, was in dem Notenblock drin ist? Ja, da ist gar nichts drin, siehst du mal. Wenn ich wieder zurückgehe, macht das jetzt einen Unterschied? Nee. Hm. Ja, das ist natürlich doof, dass ich jetzt den Anfang von dem Level nicht verstehe. Und ich nicht weiß, was ich hier tun muss. Was kann ich jetzt hier machen? Muss ich vielleicht einfach warten und durchhalten, bis irgendwie jetzt dann gleich ein... Bis gleich irgendwie dann, weiß ich nicht, ein Powerblock aktiviert wird oder so. Und dann sterben die da alle. Ja, aber selbst wenn, ich meine, selbst wenn, also angenommen, die Bowsers und auch der Bowser Jr. wären nicht da. Was würde es mir bringen? Weil das ist ja trotzdem ein komplett eingeschlossener Raum. Ich komme ja hier nicht raus. Ich bin sowas von verwirrt, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Wie ist das Level gedacht? Achso, was ist natürlich. Achso, ach, jetzt habe ich es verstanden. Ah, okay. Okay, ich habe es verstanden. Ja, nee, Neustart. Okay, ja, ich hab's kapiert. Es soll auch hier gar nicht weitergehen bei dem Bowser und Bowser Junior. Das Einzige, was ich mir davon holen soll, ist der Pilz. Denn mit dem Pilz kann ich dann da oben rum, bei der Kreisige nämlich da durch. Ja, ich hab's verstanden. Soll jetzt nicht getroffen werden. Nice. Ja, das war jetzt gerade sehr doof, weil die beide schnurstracks auf mich zugelaufen sind. Das war sehr, sehr schlecht, auf jeden Fall. Das wäre mir lieber, wenn die ein bisschen mehr Abstand halten würden, die beiden. So zum Beispiel, ja. Ist besser. Okay, sehr schön.
So, jetzt kann ich da oben durch. Genau. Und komme hier hoffentlich zu neuen Orten. Ja, so ist es auch. Okay, sehr gut. Gut. Wo soll ich jetzt hier hin? Da ist eine Tür. Und da sind Stacheln. Das ist kein gutes Zeichen. Dann gehe ich da mal nicht rein. Und hier oben muss ich jetzt einfach weit springen. Ich springe einfach mal so weit ich kann. Ja, okay, passt. Und hier ist eine Feuerblume sogar. Sogar einige. Ja, ich hätte mir eine aufheben sollen, verdammt. Aber ich kann jetzt hier nochmal weiter springen. Ich springe einfach mal so weit ich kann wieder. Ja, so irgendwie. Aber ich brauche hier einen Stern. Shit. Kriege ich hier einen Stern? Nee, ich bräuchte einen Stern. Warum spielt eigentlich keine Musik? Frage ich mich gerade. Ist am Anfang der Soundeffekt da platziert worden, wo keine Musik mehr dran spielt? Ah, das ist doch doof. Warum habe ich für den Stachelrand da keinen Stern? Jetzt muss ich da irgendwo dann random einen versteckten Stern finden. Oder? Ich meine, ich kann es auch mit der Feuerblume versuchen, aber das hält halt nicht so lange an. Ich werde es gleich mal testen. Ich meine, es wäre nicht unwahrscheinlich, weil wir haben ja hier auch schon solche Geschichten machen müssen. Ja, das ist... Was kann ich denn da denn machen? Hier auch schon solche Geschichten machen müssen, dass wir ein Power-Up einsammeln müssen und dann wieder hergeben müssen und dann die Unverwundbarkeit ausnutzen müssen oder so. Und es kann ja, so, kann ja sein, dass es bei dem Stachelrand da auch wieder so ist. Auch wenn ich eigentlich eher vermuten würde, dass wir da irgendwo einen Stern finden müssen, aber wo halt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, auf jeden Fall jetzt hier durch. Ja, und genauso wie gerade eben. Nicht in die Tür rein, hier so weit springen wie irgend möglich. So, dann Feuerblumen abstauben, eine zumindest erstmal. Reicht mir. So. Und jetzt hier so weit wie es geht. Ja, und hier durch. So, jetzt so weit kommen, wie es noch möglich ist. Ja, ich muss da definitiv einen Stern finden. Und das ist halt doof. Also wenn der jetzt einfach irgendwo in einem unsichtbaren Block drin ist, dann mag ich sowas überhaupt nicht. Weil dann halt der Ersteller einfach einen enormen Vorteil gegenüber dem eigentlichen Spieler hat. Weil der Ersteller weiß ja, wo er den unsichtbaren Block hingesetzt hat. Und der Spieler muss halt dann blind in der Gegend herumsuchen, was jetzt auch nicht so viel Spaß macht. Ne? Und deswegen hoffe ich mal, dass der jetzt nicht irgendwo in einem unsichtbaren Block ist oder so. Das wäre doof. Ich werde mich gleich mal genau umgucken. Ich habe ja hier ein bisschen was übersprungen. Was ist denn hier noch alles? Ja, muss ich vielleicht... Ach so, was natürlich auch sein kann. Ja, das wäre aber doof, dass ich hier einen... Dass ich hier diesen Glitch oder Bug ausnutzen muss, wie auch immer, mit der Tür. Dass ich... ja, das kann nämlich wirklich sein, weil die Tür nämlich auch auf Stacheln ist. Dass ich durch die Tür laufen muss mit der Unverwundbarkeit. Das habe ich auch mal wieder getestet. Das geht nicht mehr. Das wurde rausgepatcht von Nintendo per Update. Und das geht nicht mehr. Ich probiere es mal nochmal kurz. So, ah ne, hab ich das falsch rum gemacht? Ne, passt schon, ne? Ja, es geht nicht mehr. Das heißt, das Level ist momentan nicht mehr lösbar. Das ist ja toll. Erst zum Zeitpunkt des Uploads von dir ist es wahrscheinlich schon noch lösbar gewesen. Denke ich mal, aber jetzt halt nicht mehr. Weil es mit den Türen halt gefixt wurde, dieser Bug. Und deswegen kommt man da nicht mehr durch, behaupte ich mal. Ja, das ist sehr, sehr doof. Ich werde mal nochmal kurz das Level runterladen. Und nochmal testen, ob dann vielleicht nicht doch noch irgendwo ein unsichtbarer Stern war oder so. Aber wenn da schon eine Tür auf Stacheln ist und daneben nochmal eine, dann ist es, denke ich mal, schon so. Wir müssen dann einfach noch dann ewig weit laufen, eben mit unserer Unverwundbarkeit. Ja, also ihr könnt sehen, selbst wenn ich da einen Stern finden würde, selbst der würde nicht mal so lange anhalten. So lang, also so ein Weg, was ich da noch gehen muss, weil der so ewig lang ist. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier mit dem Bug eben gemacht wurde, der aber halt momentan nicht mehr verfügbar ist, leider. Es geht nicht mehr, den zu benutzen. Und deswegen ist das Level aktuell unlösbar. Das ist auch sehr interessant. Deswegen sollte man eigentlich sowas nicht unbedingt in seine Level einbauen. Ich habe es euch ja mal gezeigt, eben diesen Bug da, aber das sollte man dann nicht unbedingt machen. Hier oben ist ein unsichtbarer Block zum Beispiel. Mit einer Sprungfeder. Warum kriege ich hier eine Sprungfeder? Keine Ahnung. Das ist ja verwirrend. Ich schaue mir mal das im Umbaumodus an, da kann ich ja alles mögliche entdecken. Was hier noch so ist. Ja, ich sehe hier keine unsichtbaren Blöcke, nee. Ja, und diesen langen Weg hier, den schafft man selbst mit Stern nicht. Und dann kommen hier noch ein bisschen viele Hammerbrüder und sonstiger Stuff. Okay, und auch Kamex natürlich. Ein paar. Aber auch nur ein paar. Und hier geht's dann noch weiter. Ich schau mal den Rest des Levels noch an. Aber ich hätte ihm wahrscheinlich sowieso keinen Stern gegeben, weil ich das jetzt auch nicht so schön fand. Irgendwie. Also gar nicht unbedingt auch wegen dem Bug. Wegen dem dann auch. Das kommt noch erschwerend hinzu. Aber auch ansonsten hat es mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Deswegen hätte ich ihm sowieso keinen Stern gegeben. Aber der... dieser Bug da, das Problem ist natürlich nochmal... Das kommt nochmal erschwerend hinzu, sage ich mal. Der Abschnitt ist sogar eigentlich ganz cool. Warum stehe ich hier auf der Kante? Keine Ahnung. Ja, was hätte ich jetzt hier machen sollen? Hä? Wie komme ich jetzt... Wie wäre ich hier jetzt weitergekommen? Hier ist einfach Ende. Hä, was? Hä, what the fuck? Ich verstehe überhaupt nichts. Wo hätte ich jetzt hier hingemüsst? Oder ist das hier unten einfach nur eine Falle, quasi? Ein langer Irrweg.
der mir nichts bringt. Weil ich meine, ich hätte das Level auch schon hier abschließen können. In diesem Bereich, wenn ich nämlich einfach halt unbesiegbar bin. Und die Kamis mir dann irgendwann den Weg frei machen, weil hier darunter ist ja das Ziel. Und die müssen mir halt genügend frei machen. Also wenn ich jetzt mal hier halt unverwundbar bin, einen Stern habe und auch noch eine Feuerblume, dass ich nicht so schnell sterbe dann. So, dann können mir die Kamis dann den Weg ja frei machen. Und ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja unbesiegbar, wenn ich diesen Bug da ausnutze. Und da komme ich auch zum Ziel. Ja, ich denke mal, so ist es gedacht und die Röhre ist einfach nur noch ein falscher Weg. Wovon ich ja auch nicht jetzt so ein großer Fan bin. Weil dieser Achterbahn-Abschnitt war sogar eigentlich ganz kreativ irgendwie, wie die Achterbahn da so entlang gefahren ist. Aber der Rest des Levels ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Hier zum Beispiel auch einfach nur ein langer Weg mit nichts und wieder nichts, was jetzt auch nicht so spannend ist. Und das ist halt echt ein bisschen doof. Jetzt ziehen wir das mal. Das ist auch nicht unbedingt deine Schuld, sondern natürlich die Schuld von Nintendo, dass überhaupt es so einen Bug gibt und dass es jetzt halt wirklich Level gibt, die online sind, die nicht möglich sind. Also wirklich völlig unmöglich. Damals ging die noch, ja. Aber der Bug funktioniert nicht mehr, deswegen sind die völlig unmachbar. Ich kann es mal kurz zeigen. Ich habe das ja extra geübt, wie das funktioniert. Es ist auch nicht so schwierig eigentlich, den hinzukriegen. Man muss eben eine Feuerblume haben, im besten Fall. Und dann während der Unverwundbarkeit, also am Ende der Unverwundbarkeit, wenn man ganz, ganz schnell blinkt, dann durch die Tür durchgehen. Und dann ist man eben unverwundbar, wenn man wieder rauskommt. So, das hat auf jeden Fall gepasst, hundertprozentig. Aber ich bin nicht unverwundbar. Ja. Oder was andersrum, dass ich während der Unverwundbarkeit in eine andere Tür rein musste? Nee, ich glaube, ich musste in eine Tür rein, die auf Stacheln war. Ziemlich sicher. Also nicht hier so. Ja genau, klappt auch nicht. Ja, okay. Also das Level ist nicht mehr möglich. Also wirklich, es ist nicht möglich. Das ist sehr interessant, sowas. Oh Gott, okay. Dann, ja, würde ich aber sagen, Leute, war es das für diesen sehr interessanten Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird. Das hier ist der Donnerstagspart, ne, glaube ich. Das heißt, morgen wieder mit dem Level-Editor, wo ich wieder ein Level mit euch gemeinsam bauen werde. Übrigens, morgen ist es schon das letzte Mal der Fall, dass ich mit euch gemeinsam ein Level bauen werde. Also morgen wird noch ein Level von mir hochgeladen werden. Und am Montag ist wieder eins, das ich komplett offscreen gebaut habe. Und danach war es dann auch schon. Vielleicht werde ich noch am Donnerstag oder so, beim vorerst letzten Part von dem regulären Let's Play, sage ich jetzt mal, vielleicht werde ich dann da nochmal ein Bonus-Level oder so hochladen, muss ich noch gucken. Aber rein an sich sind es jetzt nur noch zwei oder drei Level, die ich noch für euch hochladen werde. Vielleicht werde ich danach dann nochmal auch selber privat noch weitere Level bauen, wenn ich Bock habe, die dann auch noch hochladen. Aber es wird dann sehr, sehr unregelmäßig sein. Vielleicht auch gar keine weiteren mehr, wenn ich keine Ideen mehr habe oder keine Lust mehr dazu. Das eigentlich nicht, aber wenn ich keine wirklich guten Ideen mehr oder so habe, dann werden vielleicht danach gar keine kommen. Aber zwei kommen mindestens noch. Vielleicht auch drei, vielleicht auch danach dann unregelmäßig noch weitere. Müssen wir dann noch gucken. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Wie schließe ich das Level ab? Oder den Part hier so. Ciao!